Die Millionärstöchter Davina Geis und Shania Geis teilen Eindrücke aus ihrem Leben regelmäßig mit ihren Fans auf Instagram. Meistens sind sie dort nur alleine oder mit ihrer Familie zu sehen, weshalb sich viele Follower immer wieder fragen, ob die beiden Partner haben. Die Millionärstöchter Davina Geis und Shania Geis scheinen aktuell in keiner Beziehung zu sein. Das zumindest bestätigte Mama Carmen Geis Ende letzten Jahres gegenüber der Bild. Sie wollen noch keinen festen Freund haben, weil sie ihr Single-Leben genießen und gern Zeit mit uns verbringen. Hat sich in der Zwischenzeit vielleicht etwas getan? Über das Liebesleben von Davina Geis ist schon einiges bekannt. Immer wieder wird spekuliert, ob die Beauty nicht doch vergeben ist. Aktuell ist das wohl nicht der Fall. Aber früher hatte sie bereits einen Partner. Zumindest über einen ihrer Ex-Freunde ist etwas bekannt. Vor Jahren war Davina mit Rapper Leandre Devry vom Musikduo Bars & Melody liiert. Die beiden waren sogar schon auf einer der Geburtstagspartys von ihr als Special Guests eingeladen. Danach wurde es eher still um eine mögliche neue Liebe von Davina. Zumindest bis jetzt. Vor kurzem machten Gerüchte die Runde, Davina Geis sei einem Fußballspieler näher gekommen. Schon mehrfach wurde sie mit einem jungen Mann gesichtet. Dabei handelt es sich um den Fußballer Ismail Jakobs, der für die AS Monaco spielt. Dieser ist ein Freund der Geissens und sogar der beste Freund von Davina. Mehr läuft zwischen den beiden aber wohl nicht. Davinas Schwester Shania Geis hält sich noch bedeckter, was ihr Liebesleben angeht. Obwohl ein junger Mann namens Josh zum 18. Geburtstag von Shania in einer Folge von Davina und Shania We Love Monaco Spekulationen um einen Freund anheizte, ist bei der Blondine keine Rede von einem Partner. Auf Instagram bestätigten die Schwestern kürzlich, dass sie nicht vergeben sind. Wie glücklich sie aber mit ihrem Leben als Single sind, stellen sie immer wieder in den sozialen Medien unter Beweis.